Hallo und herzlich willkommen bei Car Ranger. Heute schauen wir uns diesen Porsche 991 Turbo S Exclusive zusammen an. Exklusiv bei Car Ranger der Turbo S Exclusive. Ein seltenes Fahrzeug, das man nicht so oft auf der Straße sieht, und das hat einen Grund, denn es ist ein limitiertes Fahrzeug. Hier haben wir die Nummer 4 von 500 Coupés, die weltweit ausgeliefert wurden. Das war's. Es gab noch 200 Cabrios, die rein für den amerikanischen Markt zur Verfügung standen, nicht für den deutschen. Dieser schöne achatgraue Turbo S wurde eigentlich für Dubai bestimmt. Er trägt stolz die Nummer 4, die er auch repräsentativ auf der Konsole im Innenraum dann seinem Beifahrer auch zur Geltung bringt. Aber dazu kommen wir später, denn das Auto ist so exklusiv und so luxuriös, eigentlich kann es nur ein Scheich bestellen. Der Scheich dachte sich, Mashallah Porsche, danke, dass du mir so ein Auto lieferst, und hat es dann doch nicht geholt. Das Auto hat kaum Kilometer auf dem Tacho. Es ist nun mal ein Fahrzeug für die Genießer, ein Fahrzeug für diejenigen, die sich an der Exklusivität ergötzen und das Fahrzeug für sich haben wollen und für die Garage haben wollen. Wie ein Porsche aussieht, das wissen wir. Wie ein 991 aussieht, das wissen wir auch. Das haben wir auch schon längst auf dem Channel euch gezeigt. Und zwar den 991.1 als GT3. Den Link findet ihr hier, da könnt ihr auch das andere Video sehen. Heute wollen wir tatsächlich mehr auf die Spezialitäten dieses Fahrzeugs eingehen. Und da fällt als erstes gleich auf, das ist doch Carbon. Ja, stimmt. Denn in diesem Exklusivpaket ging es darum, leichter zu werden und exklusiver, wie gesagt. Wir haben hier eine Carbon-Haube. Wir haben hier auch ein Carbon-Dach. Der Teil, der lackiert wurde, ist über dem Carbon drüber. Das heißt, es ist reines Carbon, was hier darunter ist. Und damit ihr das auch sehen könnt, hat sich Porsche gedacht, dann lassen wir halt mal die Streifen übrig. Dann weiß auch jeder, um was es hier wirklich geht. Gold. Das ist natürlich eine Farbe, die zu Porsche gehört, und Gold spielt hier auch eine wichtige Rolle. Denn wenn wir uns hier mal die Felgen anschauen, dann sehen wir, dass wir hier Goldelemente drin haben. Tatsächlich ist die Felge in Original goldfarben. Dann wird sie in Schwarz überlackiert und dann werden genau diese Elemente nochmal rausgelasert. Dekadent, luxuriös, exklusiv eben. Das ist das, für das das Auto steht. Dass die Carbon-Bremsanlage, die zu einem Porsche Turbo S meiner Meinung nach auch gehört, die ist normalerweise in einer anderen Farbe. Welche das ist? Na, welche ist es? In den Kommentaren gerne mal runterschreiben. Hier finden wir sie aber in Schwarz und natürlich steht da Porsche auch wiederum in Gold. Hier, der Schweller ist aber auch beim Turbo S normal zu haben. Der ist pneumatisch, das heißt, den kann man auch verstellen im Stand, aber auch während der Fahrt. Sorgt natürlich für die nötige Aerodynamik, um auch das Fahrzeug wie gewohnt sportlich und von Porsche erwartet auf der Straße zu halten. Wenn wir dann weitergehen, sehen wir, oh ja, Exklusivmanufaktur bei Porsche. Das zeigt mir mal wieder, was ich hier eigentlich Seltenes bestaunen und anfassen darf. Es ist tatsächlich auch ein Carbon-Außenspiegel. Aber weil das nicht genug ist, haben sie sich gedacht, ja, und da Säule, da können wir auch nochmal Carbon verbauen. Spart ja Gewicht und ist nochmal exklusiver. Das Ganze kostet in der Basis 259.000 Euro. Und weil das ja nicht reicht, muss man ja bestimmt noch ein bisschen was reinbestellen. So steht das Auto dann mit 280.000 roundabout Listenpreis zur Verfügung. Im Markt, wenn man ihn kaufen möchte, wird er aktuell irgendwo bei 300.000 gehandelt, je nachdem welche Optionen und welche Laufleistung natürlich. Der Besitzer dieses schönen Stücks hier hat zwei. Da steht noch einer. Und zwar einer mit der Carbonfelge, denn die stand optional auch bei dem Auto zur Verfügung und man konnte sie mitbestellen. Dass sie natürlich unglaublich teuer ist, das wissen wir alle. Auf dem anderen Auto ist sie dann drauf. Porsche typisch, beim Turbo auch der Lufteinlass hier an der Seite, natürlich links, rechts. Hier auch wieder mit einem Carbon-Element.
Porsche typisch für den 991 auch die Abmaße. Wir haben ein 4,51 Meter langes Fahrzeug mit 1,88 Meter Breite. Gar nicht mal so breit, wenn man sich zum Beispiel einen Konkurrenten wie den AMG GT anschaut. Der ist gerade mal 2 Meter breit, also hält sich noch in Grenzen, kann man noch einkaufen fahren. Mit dem hier kann man viel besser einkaufen fahren und zwar exklusiv bei Prada, Gucci und Co. Und damit man das auch noch im Hinterkopf behält, dass man sich das leisten kann, haben wir auch beim Schweller Carbon. 1,31 Meter ist er ja hoch und auch hoch genug mit dem Liftsystem auch vorne, wenn etwas sein sollte, damit ich mir das Ganze hier auch schützen kann. Hier nochmal der Schweller in Carbon, wie gesagt, er ist auch leicht überlackiert in der Farbe. Porsche hat das Auto damals natürlich in Gold präsentiert, damit auch diese ganzen Carbon-Elemente besser zur Geltung kommen. Mit dem Achatgrau gehen sie ein Ticken unter, meiner Meinung nach, aber das ist Geschmackssache. Eventuell wäre sogar übertrieben, wenn man den auch noch in Gold kaufen würde. Aber wenn ich scheich wäre, ich würde es mir überlegen. Hier hinten haben wir dann eine deutlich größere Felge, 1 Zoll, typisch auch die Bereifung hier hinten, 305er Walzen P0 mit dem Kennzeichen N1 für Porsche. Die gab es dann eben bei der Auslieferung in Serie, wie angesprochen die Carbon-Felgen, kosten schlappe 20.000 Euro mehr, aber sie sind 20% leichter und auch fester und härter, wenn du sie für die Rennstrecke benutzen solltest, was du nicht tun wirst mit diesem Auto. Dafür nimmst du wahrscheinlich den Senna, der auch noch in deiner Garage steht. Natürlich, wenn er bei dir in der Garage steht, dann biete ihn uns doch mal an, weil dann könnten wir da mal ein bisschen vergleichen, welches Auto man wirklich auf die Rennstrecke fährt. Denn den hier, den werden wir dort eher seltener finden. Obwohl auch hier das Aero-Kit an Bord ist und eigentlich uns ein bisschen Performance verspricht. Aero-Kit natürlich auch hier ausfahrbar und natürlich Carbon, was denn sonst? Und hier die Lufteinlasshutze ist auch in Carbon und damit ich auch, wenn ich hinten an meinem Motor stehe, was ich wahrscheinlich sehr oft machen werde bei dem Auto, nochmal daran erinnert werde, dass es die Exclusive-Serie ist, wurde das hier natürlich auch reingeschrieben. In welcher Farbe? In Gold, genau. Was habe ich denn hier hinten noch? Ja, ein Diffusor. Und der ist in Carbon. Meine Abgasanlage, Titan, schwarz, echt sexy, fügt sich wunderbar in dieses Gesamtbild dieser Skulptur von Fahrzeug ein. Ich beschreibe das Auto nicht, ich schwärme über das Auto. Mir bleibt nichts anderes übrig, denn es ist einfach ein Traum auf 4 Rädern. Der Traum auf 4 Rädern zeigt sich mir vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch diese Silhouette hier sehe, dieser Hintern, diese Hüften. Ich würde ihn gern umarmen, aber meine Arme reichen nicht für diesen breiten Hintern. Naja, manchmal kriegt man mehr, als man eigentlich verdient hat. Und 911 Turbo S, das ist tatsächlich etwas, was ich mir gern auch von innen anschauen würde. Wie sieht es mit euch aus? Also dann, euer exklusiver Blick. Was seht ihr? Natürlich, Goldzyanite. Geil. Wer kein Gold mag, abschalten. Aber der, der diese Exklusivität zu schätzen weiß und diese Manufakturkunst aus Zuffenhausen auch mal real mit uns miterleben will, der feiert das hier total, dass hier überall eben diese Zyanite in Gold sind und natürlich auch die Qualität, mit der es verarbeitet wurde. Und dann kommt noch so eine Besonderheit dazu. Natürlich ist das hier Carbon, aber dass man einen goldfarbenen Metallfaden hineinwebt, das ist wirklich etwas Besonderes und bei dem Auto tatsächlich auch ein Signature, also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, gibt es sonst nicht so oft. Exklusiv Series steht hier bei der Einstiegsleiste auch nochmal. Die ist natürlich in Carbon und auch beleuchtet, damit du auch im Dunkeln zeigen kannst, wie exklusiv dein Auto ist. Porsche typisch dann die Entriegelung für die Hauben, aber bei dem Auto fällt es nochmal besonders auf. Auch das hier ist beledert. Schade finde ich aber, dass hier die Nähte nicht in Gold sind. Das fände ich nochmal so einen kleinen Luxuspunkt dazu. Aber in Zuffenhausen haben sie sich wahrscheinlich bei dem Modell gedacht, Understatement an der Stelle. Understatement lässt der Sitz nicht vermuten. Turbo S in Gold steht drauf. Auch nochmal hier
die Poren, die Goldelemente in dem Sitz mit drin, auch mit den Streifen durchgezogen. Das heißt, das Design von außen nochmal nach innen transferiert und die Sitze lassen das vermuten, was wir auch vermutet haben. Das Auto sieht die Rennstrecke nicht, denn die sind natürlich elektrisch verstellbar und bieten mir jegliche Annehmlichkeit, die ich dann brauche, um mit meinem Porsche in der Garage zu stehen. Und wie sich das von innen anfühlt, schauen wir uns mal jetzt an. So, und jetzt schön vorsichtig, bloß nichts dreckig machen, auch wenn sich das nicht vermeiden lässt und man die Carbon-Fußmatten dann doch etwas anstaubt. Ich zergehe förmlich und das nicht nur wegen den 30 Grad Außentemperatur, sondern natürlich auch wegen diesem schönen, wirklich dekadenten Innenraum des 911ers. Meiner Meinung nach etwas richtig Besonderes und ich würde ihn am liebsten jeden Tag anfassen. Das Lenkrad, Porsche typisch, liegt natürlich schön in der Hand. Ich bin angetörnt von den ganzen Elementen hier mit den gefrästen Elementen in dem Dreispeichen Multifunktionslenkrad. Ihr wisst Bescheid, was hier alles passiert am Lenkrad selbst. Ihr wisst auch Bescheid, dass die Pedals dafür da sind, weil mein PDK verbaut wurde. Dazu später noch mehr. Was die Besonderheit bei dem Auto aber tatsächlich ist, wie gesagt, Carbon überall, Carbon auch eben in den Fußmatten. Und hier nochmal exklusiv meine Plakette, die mich daran erinnert, die Nummer 4 von nur 500 Stück. Also sei vorsichtig, was du mit diesem Fahrzeug machst. Und das bin ich auch. Und vorsichtig schaue ich mal nach oben und ich entdecke das dunkle Alcantara und entdecke auch diese Nähte hier, die echt schön sind, aber dann nicht in dem Gold, tatsächlich noch ein bisschen dezenter gehalten, auch in der Außenfarbe, in dem Achatgrau, in dem Alcantara eingestickt. Hier oben nochmal die zwei Rennstreifen mit den Goldelementen. Das fügt sich sehr, sehr gut in dieses Gesamtbild, wie gesagt, was eine Besonderheit war. Ist der Titan-Chronograph von meinem Chronopaket. Das ist natürlich hier Serie gewesen, bei dem Kaufpreis auch etwas, was unbedingt Serie sein sollte. Aber was mich mehr als diese Plakette natürlich fasziniert, sind solche Kleinigkeiten wie, dass mein Getränkehalter hier auch in Gold nochmal dargestellt wird. Also tipp ihn an und dann kannst du deinen Getränkehalter schön brav und mechanisch wertvoll ausfahren und wieder einfahren. Und das funktioniert auch reibungslos, so hoffe ich. Und alles ist gut. Und wenn du dann doch mal übertreiben solltest, dann hast du hier noch einen Feuerlöscher, den du hoffentlich niemals brauchen wirst. Hier hinten habe ich dann tatsächlich auch noch eine Armauflage und ich habe hier ein Ablagefach. Die Sitze sind gleich konturiert wie vorne auch. Wird wahrscheinlich niemals jemand sitzen und ich sollte schleunigst meine Hand vom Sitz nehmen, nicht dass meine leicht schwitzige Hand da auch noch Spuren hinterlässt. Ich muss mich beeilen, denn ich zergehe hier tatsächlich drin. Was gibt es hier zu erzählen? Mit dem Paket hast du noch exklusive Koffer dazu bekommen. Und wo man die tatsächlich verstauen könnte, das schauen wir uns jetzt mal an. So, dann schauen wir uns mal an, was mir der Porsche denn so an Praktikabilität bietet, wo ich mein exklusives Gepäck denn so unterbringen kann. Da habe ich hier einen kleinen Hebel in Rot und zack geht die extrem leichte Carbon-Haube dann auch hoch. Diese Dämpfer müssen wahrscheinlich niemals gewechselt werden. Sie haben ja auch wenig zum Tragen. Zum Tragen kann ich hier dann alles auch verstauen. Meine Taschen, die dann maximal 115 Liter Volumen haben können. Das war es dann auch schon, was es hier vorne eigentlich zu berichten gibt. Mein Warndreieck habe ich hier vorne. Ansonsten ist das eben kein Auto, um umzuziehen. Wir ziehen mal nach hinten um und schauen uns an, was tatsächlich besonders ist an dem Fahrzeug. Dazu den anderen Hebel hier ziehen und schon öffnet sich dann auch die Haube hier hinten. Exclusive Series, ganz klar nochmal für mich repräsentativ. Und ich sehe hier erstmal Turbo S 3,8 Liter Porsche Exclusive Power Kit. Was heißt das? Zunächst einmal, was kann der Turbo S? Der kann 580 PS und er kann vor allen Dingen 1600 Kilo wiegen. Das wiegt das Auto auch, obwohl er eigentlich so viele Carbonteile hat. Ja, aber wie ihr vielleicht noch wisst, da ist auch einiges an Leder und eben elektrischen Sitzen verbaut, was dann auch das Leergewicht eben in die Höhe treibt. Das heißt, das eine gleicht das andere aus. Beide, sowohl der Turbo S auch
als auch der Exclusive hier haben natürlich das PASM-Fahrwerk. Das heißt, Wankstabilisierung, alles ist hier einstellbar an meinem Drehregler am Lenkrad. Ich habe auch eine mitlenkende Hinterachse. Wir haben natürlich auch die VTG-Lader, die beide in die gleiche Richtung drehen und im Gegensatz zum 992 nicht in die gegengesetzte Richtung sich drehen. Ich habe natürlich auch jeweils 20 Zoll vorne und hinten, nicht wie beim 992, da hat hinten zum Beispiel die 21 Zöller. Da hat sich also nichts geändert. Ich hätte aber die Carbon-Felgen haben können. Die wären nochmal 8,5 Kilo leichter gewesen. Da hätte ich mir vielleicht noch einen Vorteil gegenüber dem Turbo-S-Fahrer holen können. Den Vorteil, den ich mir aber ihm gegenüber hole, ist dann schlussendlich durch den höheren Ladedruck. Denn mit dem höheren Ladedruck habe ich 27 PS mehr. Ich komme auf 607 PS im Porsche Exclusive und ich komme auf 750 Newtonmeter. Das reicht, um 2,9 Sekunden zu brauchen von 0 auf 100 und dann von 0 auf 200 hänge ich den Turbo S dann tatsächlich ab, denn da bin ich in 3/10 schneller, nämlich in 9,6 Sekunden dann durch. Das ist das, was tatsächlich hier hinten unter Exclusive Power Kit zu verstehen ist. Der höhere Ladedruck, die 607 PS. Ansonsten ist nur das, was ich im Innenraum und an Carbonteilen bekomme, die Option eben dann exklusiv. Der Rest ist gleich. Vermutung ist also, dass er sich auch gleich zu einem Porsche Turbo S fahren lässt. Das wollen wir jetzt rausfinden. Jetzt sitzen wir nun in dem Porsche 911 Turbo S Exclusive. Exklusiv fühle ich mich hier auch, denn das Auto hat sage und schreibe 83 Kilometer auf der Uhr. 85 Kilometer, denn ich bin ja jetzt schon 2 Kilometer gefahren. Es ist sehr, sehr heiß draußen. Die Motortemperatur ist jetzt schon mal bei 90 Grad, zumindest das Wasser. Wir werden das Auto jetzt nicht überstrapazieren wollen, aber das ein oder andere wollen wir schon mitnehmen. Was kann denn eigentlich so ein Turbo S Exclusive für uns, für unseren Kanal bieten? Was kann ich euch berichten? Und wenn wir hier dann mal ein bisschen mehr freie Bahn haben, dann können wir auch mal den Motor ein bisschen hochdrehen. Und wenn man hier mal um die Kurve fährt, dann merkt man eigentlich nichts, denn das Auto ist viel zu unterfordert. Und das ist das Problem auch bei der Kiste. Sie wird tagtäglich unterfordert, denn sie wird kaum gefahren. Jetzt schauen wir uns mal an, sobald wir hier ein bisschen rausfahren können, was er wirklich kann. Dann wollen wir auch mal hier an den Pedals ziehen, denn die laden einen so richtig ein, dran zu ziehen. Und diese goldenen Punkte, die auch im Dach wieder zu finden sind, die spiegeln sich hier auch im Tacho vor mir wieder. Da steht auch nochmal Exclusive Series und das bedeutet für mich ja, hey, exklusiv. Dann wollen wir doch mal schauen, 3000, 3,5. Ja, Limit zeigt er hier an. Das war's schon. Eigentlich ist das der falsche Platz für das Auto, denn ein bisschen über die Landstraße damit zu gurken, über 100 dürfen wir nicht. Und daran halten wir uns natürlich auch und ich kann maximal bis 3000 Umdrehungen drehen, dann bin ich nämlich schon zu schnell. Was machen wir da jetzt? Wir haben hier eine komplett gerade Strecke und jetzt kann man hier mal ein bisschen testen. Nichts vor uns, nichts hinter uns. Ja, das Auto ist natürlich, das folgt dir auf jeden Millimeter Bewegung deines Lenkrads. Es ist eigentlich gierig und wie gesagt komplett unterfordert mit dem, was wir hier eigentlich machen. Es ist aber auch irgendwo zu schade, dass wir hier mehr tun und mehr aus dem Auto rauskitzeln. Es geht halt nicht. Wir dürfen es nicht. Noch nicht mal, weil der Eigentümer sagt, hey, das Auto, das ist zu schade dafür, sondern auch irgendwo, weil ich es zu schade finde, weil ich weiß, das Auto wurde auch irgendwo gekauft als Liebhaberfahrzeug
und man möchte natürlich auch mit dem Fahrzeug desjenigen, der es uns zur Verfügung stellt, eben wohlbehütet umgehen. Und das machen wir auch, aber hier an dem Pedal ziehen erfolgt sofort, das PDK schaltet einfach göttlich, das Zwischengas, ihr hört es, traumhaft. Das ist natürlich das Porsche-Feeling, was man hier inklusiv, exklusiv bekommt. Und dann lädt man dann mal ganz kurz durch und denkt sich, verdammt, ich werde nach vorne gebeamt. Und das war jetzt mal ein Viertel des Gaspedals. Die zwei VTG-Lader, die meinen das ernst. Die 607 PS, die haben wir jetzt noch nicht mal ansatzweise zu spüren bekommen. Aber die Newtonmeter, die haben wir schon zu spüren bekommen. Denn die 750 Newtonmeter, die stehen natürlich schon sehr, sehr früh an. Und das ist ja auch der Vorteil des Ganzen. Durch die variable Turbinengeometrie und auch eben überhaupt, dass es ein Turbo ist, da hat er halt die Kraft unten rum und das ist das, da kannst du auch im fünften Gang mal locker leicht von 2000 Umdrehungen raus beschleunigen und bist schon wieder an Grenze des Erlaubten und dann denkst du dir, ja, Nähte, Gold, Alcantara, ja, hätte ich's nur, dann würde ich auch, wer weiß, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Das Auto sollte nach Dubai, das Auto war auch in Dubai, hat mal kurz Servus gesagt oder Guts Techle, wie die in Zuffenhausen sagen würden und ist dann schnurstracks wieder nach Deutschland zurückgekommen, zu uns, zu Car Ranger. Danke nochmal an den Eigentümer dafür, dass er mich das hier machen lässt. Das ist wirklich etwas Sensationelles, dass man hier das Ganze mal erfahren darf und erspüren darf. Und wie gesagt, runterschalten und dann und die Bremse, die kann natürlich auch was. Und hier kommen wir an eine Kreuzung, da sollte man mit vorsichtig ranfahren. Und dann kann man hier auch nochmal den Wendekreis testen und oha, trotz Allrad, ein sehr zackiges Auto und hier überholen wir mal eben schnell. Ein Traum. Die Gänge entgegen eines anderen PDKs, die Gangwechsel, die spürt man. Also da macht es hinten schon noch, wenn du mal am Hebel ziehst. Das bedeutet auch, hey, hier ist ein Sportwagen. Du sitzt hier in einem 607 PS Auto, da darfst du auch ein bisschen was spüren, das gehört dazu. Das Feeling als Fahrer musst du ja auch irgendwo bekommen. Die Sitzposition ist natürlich grandios. Du schaust hier auf dein Tacho, auf dein Drehzahlmesser zentral, das Wichtigste, alles was du brauchst. Du hörst den Motor und sobald du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, weißt du auch, wann du schalten musst. Du weißt ganz genau, wie viel Aggression er dir jetzt gerade bietet. Und diese Aggression, die wollen wir ihm jetzt nicht geben. Also lasst uns mal schauen, was im Car Ranger Score bei dem Auto denn tatsächlich so an Punkten zusammenkommt. Wir wollen das Auto jetzt mal wieder brav in die Garage fahren, dort wo es dann wieder ein Schläfchen halten kann, bis es dann vielleicht zu einem Eisessen ausgeführt wird, wie eine Lady, eine deutsche, schwäbische Lady. Schaffe, schaffe, Häusle baue und das Auto drin verstaue. In diesem Sinne, bis gleich. Kommen wir nun also zum Fazit von unserem Porsche Turbo Exclusive. Das S habe ich jetzt unterschlagen, aber ihr wisst ja sowieso, um was es hier geht. Beim Thema Anschaffung kriegt er von mir nur 2 Punkte. Er kostet 55.000 Euro mehr als der normale Turbo S. Ja, er bietet mir wirklich Exklusivität, aber gleichermaßen belastet er auch mein Bankkonto. Deswegen dort nur 2 Punkte. Beim Thema Unterhalt wiederum kommt er besser weg als zum Beispiel der GT3, den wir getestet haben. Hier nochmal der Hinweis auf unser Video. Dort kriegt er von mir 6 Punkte, denn er steht halt mehr als dass er fährt und was man nicht fährt, kann man auch nicht wirklich kaputt machen.
Beim Platzangebot, ja, er hat eine Rücksitzbank. Die hat der GT3 zum Beispiel nicht gehabt. 4 Punkte kriegt er da von mir. Ich habe ein bisschen mehr Platz eben. Komfort ist das, was das Fahrzeug kann. Natürlich im Maßen eines 911 Turbos. Da kriegt er von mir stolze 6 Punkte beim Thema Komfort. Für meinen Kopf ist natürlich der Wiederverkauf wichtig und da kann er voll punkten. 10 Punkte, denn das Fahrzeug, wenn man es so behandelt, wie es auch der aktuelle Besitzer eben macht, das wird definitiv den Wert steigern. Ich kriege also mehr als das, was ich investiert habe. Volle 10 Punkte für meinen Kopf, also ganze 28. Und jetzt kommen wir zum Design. Es ist ein Porsche 911 und der Porsche 911 ist von Haus aus einfach schön. Ob er jetzt 10 Punkte schön ist, das liegt immer im Auge des Betrachters. Auch wenn er sehr exklusiv ist und wenn er wirklich sehr schöne Details hat, wie dieses Fahrzeug auch wirklich hat, verdient er aus meiner Sicht 9 Punkte, was sehr, sehr hoch ist. Fahrspaß, das ist das, was er könnte, wenn man es tatsächlich auch nutzen würde. Beim Thema Fahrspaß kriegt er von mir auch nochmal 9 Punkte. Es ist halt nun mal ein sagenhaft tolles Auto. Es fährt sich fantastisch und auch wenn wir ihn heute nicht ausreizen konnten, wir haben erahnen können, was er wirklich kann und das Potenzial, was darüber hinaus in dem Auto steckt, ist einfach unglaublich. Umso mehr haben wir aber festgestellt, dass die Ausstattung sehr, sehr hoch ist, sehr hochwertig, exklusiv eben. Dort kriegt er von mir nochmal 7 Punkte. Ich kriege auf jeden Fall mehr als zum Beispiel im GT3. Beim Thema Klang, ja, der Turbo ist für den Vortrieb schön, beim Klang lässt er dann noch diesen Restakzent und das, was der frei atmende Sauger doch tatsächlich so charakteristisch gut kann, das Schreien vermissen und deswegen gebe ich ihm 1 Punkt weniger als beim GT3, nämlich 8 Punkte, was aber trotzdem gut ist. Beim Thema Image, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Eigentlich ein Porsche 911, 10 Punkte. Es ist halt das Traumauto eines jeden Mannes und es ist wirklich auch ein sagenhaft schönes Auto über Jahrzehnte hinweg. Ein positives Image bei jedem Betrachter. Ob jetzt nun der Porsche Turbo gebaut werden und gekauft werden sollte, um ihn nur abzustellen, da blutet natürlich das Petrolhead-Herz. Der eine würde sagen 8 Punkte, der andere würde sagen, es ist trotzdem ein 911er, 10 Punkte. Ich entscheide mich für die 9, die goldene Mitte, denn am Ende des Tages erhält er dann 42 Punkte beim Thema Herz und insgesamt 70 Punkte und damit kommt er sehr, sehr gut vom Fleck, so wie er auch sonst mit dem Allrad eben. Und andere Autos mit Allradantrieb werden wir auch testen. Wir werden andere Autos testen mit Heckantrieb. Wir werden sehr viel Spaß haben auf unserem Channel. Wenn euch dieser Einblick gefallen hat, dann abonniert, klickt auf die Glocke und vor allen Dingen erzählt uns doch eure Meinung. Was haltet ihr eigentlich von so einem Fahrzeug? Limitiert, exklusiv für die Garage. Wert? Nicht wert, was würdet ihr tun? Bis zum nächsten Mal, euer Ranger. Ciao. Beim Thema Unterhalt wiederum, es ist ein Fahrzeug, das exklusive Porsche Turbo. Also, wir haben jetzt das Problem, dass wir hier akustisch untermalt werden und nochmal starten.